zum Schlagen. Und logischerweise macht er es jetzt nicht. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Andrea Brocci. Ich bin hier jetzt gerade zu Gast bei der Emil Frey in Schlieren. Und neben mir ist Antonio Gomito, der Verkaufsleiter von DS Odria Brunn. Und ich bin jetzt sehr gewundert, was ich heute für eine Aufgabe zu lösen habe. Und schauen wir doch gerade mal rein. Was denkst du, was geht? Lass mich überraschen, ich weiß es nicht. Souvenirjagd. Hey zusammen. Heute möchten wir ein Souvenir von der Basler Fasnacht einfangen. Dazu findet ihr im Getränkehalter unsere Fasnachtsflasche, die ihr am Tengli-Brunnen in Basel füllen müsst. Ein kleiner Catch hat die Aufgabe aber. Wir wollen euren Orientierungssinn testen, daher sind alle digitalen Navis vom Tisch. Im Kofferraum findet ihr dafür einiges, was euch behilflich sein könnte. Viel Glück! Ja, aber wie komme ich jetzt eigentlich auf Basel? Ich hätte eine Idee. Wir könnten eine neue DS4 nehmen. Wir gehen mit dem auf Basel. Zum Schauen. Logischerweise macht er es jetzt nicht. Von innen ist. Also, ich glaube, die Landkarte brauchen wir ganz sicher, oder? Mhm. Damit wir kein Navi dürfen haben. Genau. Was würdest du schon noch nehmen? Kappe. Das ist sicher cool, oder? Für die Basler-Fasnacht nehmen wir mit. Du, sag mal, mit was für einem Modell sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Wir sind jetzt mit einem DS4 E-Tense Plugin unterwegs. E-Tense, was ist das? E-Tense ist eigentlich gemein Elektro. Also respektive ist, ist eine Mischung mit, zwischen Benzinmotor und einem Elektromotor. Wie lange braucht es eigentlich, für, dass man so eine Batterie wieder aufladen kann? Also, wenn du die Möglichkeit hast, die mit einer Wallbox zu laden, oder übrigens unterwegs, ist in knapp 2 Stunden hast du schon 80% geladen. Okay. Und sonst über der Steckdose hast du 4 bis 5 Stunden. Hast sicher mal schon die 80% erreicht. DSR, das ist so ein neues konzipiertes Luftfiltersystem. Weil ich mich auf die Straße konzentrieren kann, könnte ich hier die Adresse eingeben und das übernimmt es mir dann auf dem Navi. Also, da kann ich da Buchstaben eingeben, da, zum Beispiel B oder ein L. Und das tut es mir 1 zu 1 übernehmen. Du kannst eigentlich sozusagen dann auch anrufen? Genau, genau. Ich kann mit dem ganz viele Sachen ansteuern. Das Navi, Telefonbuch, du kannst es eigentlich einstellen. Du kannst ganz viele Sachen von da einstellen. Das macht alles ein bisschen einfacher, damit eben der Fahrer Konzentration beim Fahren nicht verliert. Oder? Aber da wir jetzt nur eine Karte dürfen brauchen, schaue ich das sehr gerne so anders genau. Und übrigens, der Tengeli-Brunnen, den wir ja auch nehmen müssen mit dieser Flasche, unsere Aufgabe. Weißt du, wo der ist? Nein. Nein. Navi dürfen wir nicht, also vielleicht fragen wir mal jemanden. Dann müssen wir jemanden fragen. Also, komm, also, wir gehen da durch. Vielleicht irgendwo in eine Richtung, oder? Genau. Hey, schau mal. Ah, da, schau. Wie steht es sogar? Altstadt. Theater. 6 Minuten, also. Tengeli Brunnen hat es geklappt, hier in die Richtung. Ich freue mich jetzt mal. Fasnacht geht zu Basel. Ich war nie durch den Tag. Nein. Nein? Ob es geheissen, 6 Minuten? Nein, das ist sie nicht. Nein, das ist... Wäre zu einfach. Eine Frage. Könntest du uns etwas erklären? Wir suchen den... Junge. Tengeli Brunnen. Den Tengeli Brunnen sind wir am Suchen. Wo? Warte, du musst zeigen. Warte schon, wo du durch? Wenn du dran hast, ist, geht ja? Das Rappen aus. Rappen aus? Das geht zum Tag wieder. Ah, super, super. Ja. Darf ich dich etwas fragen? Ja. Es würde mich wundern, was ist daran speziell an der Basler Fasnacht? Etwas Spezielles? Loslösen vom Alltag. Tengeli-Brunnen! Mission complete! Aufgabe erfüllt! Es war ein cooler Tag heute im Fasnacht. Ja, super. So, also, jetzt fahren wir wieder richtig heim. Schade. Es war wunderschön in der Fasnacht. Mhm. Auch mal zu sehen, wie sie in Basel Fasnacht haben. Und ich fand es mega schön, gefunden, dass sie auch so nach Corona wieder mal mega viele Leute treffen. Die Leute haben Freude, zum rausgehen, die schönen Farben. Was hat dir so gefallen? Ja, genau das.